So, hier ist er mal ganz normal frühen Abend. Gestern habe ich ein Video hochgeladen, einen ganz späten Abend. Ich hatte ein Video gemacht, aber es war so ein bisschen nicht gut geworden. Und ich wollte heute noch mal ganz kurz noch mal dieses sogenannte Video machen, so ein Thema, was ich euch gestern gezeigt habe, mein Blaster. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen schon mal ein Video hochgeladen, da habe ich euch diesen Blaster gezeigt, da habe ich mit schwarzer Folie beklebt. Ein kleiner Anreiz, ideemäßig, wie man einen Blaster entweder lackieren oder anders designmäßig bekleben kann. Kann man auch machen. Nur es war nur ein Video nur mal zu zeigen. Ich werde aber auf jeden Fall mal ein Video machen, wie ich das mache mit der Folie. Aber ich habe die Folie wieder abgemacht, weil der Blaster, diesen sogenannten Plasma Gun, den man entweder für Star Wars nehmen kann oder für andere Filme oder andere Ideen, ist noch gar nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen jetzt umgestylt, weil viele haben sich natürlich gefragt, warum ich solche, hier zum Beispiel hier so ein Deko-Gewehr, Blaster-Gewehr, was diese Kästen hier, diese Öffnung seitlich zu tun hat. Mir hat mich einer gefragt, was machst du da eigentlich damit überhaupt? Oder hier. Zum Beispiel hier. Auch der hier. Ist auch ein Deko, hier ist so ein Magazin, den kennt ihr auch mittlerweile auch schon. Der wird auch noch umgezwitscht, umgestylt. Diese Gummis kommen ab, da kommt vielleicht Leder dran. Den werde ich ein bisschen umstylen. Aber natürlich ist jetzt... Es ist halt am besten, den jetzt mal nochmal auf den Tisch zu markieren, weil er ist schwer. Also ich drehe jetzt mal meine Kamera auf andere Seite. Viel Spaß. Übrigens, wenn ihr das Geräusch hört, ich habe hier unten so ein Kühltower an, weil hier drin ist auch ein bisschen echt ein bisschen warm. Also nicht so warm wie draußen, aber es ist draußen unerträglich. So, ich muss mal ganz kurz an das Licht anmachen, damit man es auch besser sieht. So, das ist das Prachtstück, was hier steht. Liegt noch gar nicht fertig. Ich bin noch am Zwitschern und wie ich das noch alles noch weitermache. Ich mache das lieber so. So, ihr kennt ihn alle schon. So sieht das gute Stück jetzt mal aus. Es gibt auch noch so ein, wie man googeln tut, ein N94 Plasma Gun. Der habe ich so stilvoll ein bisschen nachgebaut, aber ist nicht der, es sieht anders aus. Aber so ganzen. Die ganzen Elemente, was ist das? Das sind die sogenannten, das Gehäuse dient dazu, das seitliche Gehäuse dient dazu, diese sogenannten Akkus. Ich sage mal, beim Blaster hat der Akku auch einen speziellen hochwertigen Akku, auch wie beim Lichtschwert, um die sogenannte Gas drin zu zünden. Ist im Prinzip genauso. Diese beiden sind die. Also es ist nur eine Geschichte, also es hat keine Funktion, also es ist nur eine Idee, weil jeder Film muss ja auch eine Idee haben, wie so ein Blaster oder so ein Plasma-Gun funktionieren würde. Ne? Es ist nur eine Erklärung. Also Akkus sind hier drin, diese Antriebsbatterien, die zünden das Gas, was hier im Magazin drin wäre. So, zack, kurzen Anschlag. Wenn der Knopf betätigt, wird dann dieses sogenannte Gas gezündet durch die Energie, weil diese Akkus laden sich automatisch auf, wenn es wäre. Ne? Und hier ist eine Sicherungs- und das waren alles Verdampfer gewesen von E-Zigaretten. Die habe ich jetzt komplett mit eingearbeitet. Hier ist so ein Element, was ich mir überlege, was soll das sein, aber es sieht geil aus. Da werde ich mal was einfallen lassen. Hier genauso und ich habe dieses Rot eingearbeitet. Das sind auch Deckel von irgendwelchen Verdampfer, die habe ich jetzt genommen für Schaltungen. Die werden dann, hier kommen da zwar irgendwie dann Drehrätschen dran oder an irgendeinen Hebel, entweder für Sicherung oder für Einstellung des Plasma Gun, wenn man einen Fanfilm machen möchte, hohe Energiezufuhr oder Betäubungsschuss oder irgendetwas, dafür dienen die Teile. Hier unten drunter ist sogenanntes forciertes Band, das leuchtet nachts, ne? So ein bisschen ein Gag. Vorne habe ich noch ein bisschen mal auch noch einen Deckel drauf gemacht, in schwarz, die Mündung. So im Ganzen sieht das gute Stück aus. Kabel ein bisschen dran gemacht, damit auch man sieht, es ist eine Energiezufuhr für eine Blaster im Film zu betätigen. Schöne, feste Ledergriffe. Ja, auch hier unten drunter beim Magazin habe ich so ein Leder dran gemacht. Das Einzige, was ich blöd finde, ist, ich kann das Magazin nicht einlassen. Ich muss da immer so ein Band drauf machen. Ja, seht ihr das? Aber ich muss ehrlich mal sagen, sieht der nicht richtig geil aus. Und wenn er wirklich
fertig ist, sieht noch mega geil aus. Ihr könnt es ja auch in den Kommentaren reinschreiben, aber er ist wirklich mordschwer. Ich denke mal, er wird über 2 Kilo wiegen. Das ist wirklich ein mordschweres Teil. So sieht er von vorne aus. Nur die Seite ist blank. Viele fragen sich jetzt, machst du LED ein? Also wenn ich die LED einbauen würde, ne, dann müsste halt auch noch ein Kasten dann gemacht werden für die Batterie. Ich werde mir was einfallen lassen, aber ich will tüfteln. Aber erstmal will ich euch mal diesen gesamten Plasma-Gun zeigen. Geil, ne? Also ich freue mich richtig, dass ich einfach wieder was Gutes gebaut habe, was mir echt gefällt. Ich hoffe euch auch. Weil ich hatte, den hatte ich unten liegen gehabt, ich habe jetzt gedacht, komm, dann machst du jetzt mal weiter. Da habe ich so ein paar Edelstahlstangen hier eingearbeitet, aber ich muss ihn vielleicht nochmal rausnehmen, dann muss nochmal ein bisschen so irgendwie was ein Draht umwickelt werden, damit das richtig fest ist. Aber ich finde schon, der macht was her. Ich finde ihn richtig cool geworden. Was meint ihr? Natürlich, meine ganzen Blaster sind ja alle cool, also wie auch der hier. Ne? Also hier, ne, das ist... Ist wirklich, ich habe mal gar nicht alles daneben gestellt. Ich weiß nicht, wie viel Blaster ich gebaut habe. Es sind richtig Mengen, jetzt wieder mal Menge schon. Und ich muss mal schauen. Gut, dann war es das Video zum Infovideo. Jetzt mache ich mal Cut. Boah, ich habe nächste Woche Urlaub. Es soll nächste Woche nicht so spülwarm sein. Ich mache diese Spülwärme nicht. Ich mag gerne so 26 Grad so ein bisschen, ne, dass man draußen spazieren gehen kann oder irgendetwas. Aber wenn das hier in der Altbau am Drücken ist, weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie Staub zu wischen. Du bist am Tropfen, am Sniesen irgendwie. Und, boah, ekelhaft. Ich weiß ja nicht, viele finden das Wetter gut. Aber gut. Wir wollen mal gucken, wie es die Tage wird. Also, ich möchte mich auch mal um Herz bedanken für weitere Abonnente. Ich möchte mich gerne Herz bedanken. Und ich hoffe, wenn ihr das Video sehen solltet, was ich hoffe, und auch diesen Blaster euch gefallen sollte, dann würde mich riesig freuen, wenn ihr weiter meinen Kanal abonnieren würdet. Ihr könnt es auch weiter teilen und etc. sonst was. Daumen hoch gibt. Und jetzt mache ich mal Schluss. Und es kommen demnächst mal andere Bausachen wieder. Also im Sinne, euer Mike, bis dann, ciao.